Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel ESV Pinguine Königsbrunn gegen den ESV Vuhblohe. Begrüßen darf ich den Gästetrainer, den Herrn Kozatka. Kozatka. Dankeschön. Bin ein bisschen sprachlich nicht so begabt, aber das kriegen wir noch hin im Laufe der Saison. Und natürlich unseren Trainer Peter. Ich darf den Gästetrainer um ein paar Worte zu dem Spiel bitten. Wir haben gewusst, dass das ein anstrengendes Spiel wird. Das hat sich auch bestätigt. Und wir wollten mit Holstenborn und Druck den Gegner ein bisschen gut machen. Das hat uns auch gelungen, dass wir auf die Tore geschossen haben und dadurch den Gegner gebrochen haben. Gut, danke. Peter, von dir ein paar Worte zum heutigen Spiel. Ja, also zuerst schönen guten Abend. Zu dem Spiel, das ist viel, viel, viel zu sagen. Das braucht man vielleicht noch längere Zeit als jetzt. Ja gut, ich fange von hinten. Wir sind immer noch, wir haben wirklich sehr viel mit der Defensive gearbeitet, aber trotzdem ist das immer noch nicht das, was ich habe vorgestellt. Ja. Wir machen wirklich sehr viele Einzelfehler, wir machen Fehler. Die Werke haben wir schon normalerweise in kleinen Knaben, im Schülerbereich gelernt. Aber leider momentan funktioniert nicht. Wir müssen weiter mit der Defensive arbeiten. Wir haben Spieler, junge Spieler, die keine Erfahrung momentan noch haben. Ich glaube, dass auch der Biss, das Herz für den Königsbrunn, das fällt immer noch. Das ist auch nicht bei manchen Spielern nicht dabei. Die haben das irgendwo in der Kabine vergessen. Also, das gibt es viele Sachen, die werden hier einfach nicht stimmen. Und dann, heute hat auch, muss ich sagen, obwohl ich bin ein großer Fan von Jenny, hat heute Jenny, war auch kein besonderer Tag. Ja gut, schade, dass die zweite, dritte, da haben wir wirklich drei oder vier Tore kassiert. Die erste, dritte war nicht schlecht, da haben wir 2-1 gespielt, da war gut. Dritte, dritte, da waren wir bessere Mannschaft, aber leider... Das ist nicht zum Lachen, das ist Fakt. Die dritte Drittel, wir waren bessere Mannschaft, haben ganz große Druck gemacht, aber leider ohne Erfolg. Ja. Wir müssen weiterarbeiten, weiter glauben auf unser Sieg. Und ich glaube, das kommt, dass auch diese junge Mannschaft oder junge neue Spieler, die müssen sich zuerst etablieren. Und ich glaube, das kommt alles. Dankeschön. Ja, danke Peter für die Worte. Noch ein kleiner Ausblick von Ihrer Seite. Ich sehe, von euch sind noch ein Haufen Leute da geblieben für das nächste Wochenende. Wir haben natürlich nächste Wochenende ganz harte Wochenende. Wir haben Bayreuth auswärts, Wiesbach dann. Wir wollen einfach gut spielen, auch gegen so starke Gegner mit gutem Ergebnis da bleiben. Egal wie das ausgeht, ist immer wichtig, wie man verliert oder wie man gewinnt. Wenn wir gut spielen und trotzdem verlieren, dann ist das auch ein gutes Zeichen für uns und zeigt den Charakter von der Mannschaft. Danke. Ja, Dankeschön. Gut, am Freitag kommt Memmingen und dann nach Peißenberg, jetzt nach dem 0-Punkte-Wochenende. Ein kleiner Ausblick, wie baust du die Mannschaft wieder auf? Vielleicht reicht es nochmal mehr wie für 20 Minuten, am Freitag 20 Minuten gut mitgespielt heute. Kurzer Ausblick von dir. Ja gut, also wir denken immer noch positiv. Ich glaube, die Mannschaft war positiv eingestellt, die Mannschaft wollte die Punkte holen. Zweite Drittel, habe ich jetzt geschaut, war 4-0, also das war ein ganz großes Problem. Ich will selbstverständlich nicht noch die ganze Schuld auf die Schiedsrichter schieben, obwohl war das total, also war Katastrophe, dass die Schiedsrichter in dieser Liga was pfeifen. Aber gut, das sind alle Mannschaften haben das gleiche Problem, glaube ich. Ja gut, Freitag mit Memmingen, Sonntag fahren wir nach Peißenberg. Wir müssen weiter die nächste Woche weiterarbeiten und wir konzentrieren sich besser, noch besser auf die Defensive und ich hoffe, dass die Punkte kommen. Gut, danke, das hoffen wir auch.
Noch ein paar Ergebnisse aus den anderen Stadien. Wie schon gehört, Dorfen Memmingen 4:3, Waldkreiburg Moosburg 2:5, Germering Peißenberg 2:3, Bayreuth Pfaffenhofen 8:1, Miesbach Lindau 4:2, Königsbrunn Buchloe haben wir 10 leider. Höchstadt Sandhofen steht momentan noch 5:3 für Höchstadt. Dann darf ich mich bedanken, wünsche euch eine gute Heimreise, kommt gut heim. Noch viel Erfolg für die nächsten Spiele und allen anderen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Herzlichen Dank.